Hallo und herzlich willkommen bei, ich glaube, Teil Nummer 8 meiner Wahnsinns-Let's Play-Geschichte hier auf YouTube. Es fängt gut an. Um mir einen LKW aufzurüsten oder zu reparieren oder zu lackieren, besuchen Sie uns. Nee, gerade eben stand irgendwas mit Pause. Muss ich noch was reparieren? Ich habe alles, glaube ich, repariert. Also meine Zugmaschine müsste wieder tippitoppi sein. So, wollen wir mal. Ich lenke jetzt mit Maus. Den Tipp habe ich gekriegt. So. So. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich halte jetzt immer an Ampeln. Da, so. Hallo und herzlich willkommen bei meiner Doku hier. Ah. Komm, gib doch Gas, du Pimmelwurst. Ich muss jetzt eine Parkmöglichkeit finden, um zu schlafen. Das fängt ja, ich fange gerade an und soll schon wieder parken. Das ist ja fast wie im echt. Ja, ich muss erstmal einen Parkplatz suchen. Erstmal müssen wir hier ein bisschen cruisen, ne? Ich bin ja aus der Ukraine gestern wieder gekommen. Ich bin heilfroh, wieder hier zu sein. Alter, das ist aber auch ein Land. Korrupt. Schmutzig. Aber nette Leute da. Ich war ja da, um den Hilfstransport zu begleiten. Aber der ist ja gar nicht erst... So schnell war ich doch gar nicht. Naja. Der ist jetzt gar nicht über die Grenze rübergekommen. Ich habe da mit jemandem gesprochen, der auch bei so einer Hilfsorganisation gearbeitet hat. Der sagte mir, ja, das ist alles Beschiss. Die verkaufen das als Secondhand. Und da musst du schon ordentlich Schmiergeld zahlen, wenn du da über die Grenze rüber willst. Der Zoll kriegt seinen Anteil wohl ab. Gibt's nicht, ne? Wahnsinn. Das war ja genau wie bei... Ah! Das war ja genau wie bei der Hinfahrt, bei der Sicherheitskontrolle, beim Hinflug. Alle mussten durch die Sicherheitskontrolle, aber die reichen Schnösel, die sind auf dem anderen End vom Flughafen hingebracht worden. Und da sind die so raus in ihre Limousine. Die wurden nicht einmal kontrolliert. Das war der Hammer, oder? Das war nicht normal. Naja. Mit Maus zu lenken ist aber auch gar nicht so leicht. Aber es geht schneller. Vielleicht sollte ich die Geschwindigkeit mal runterstellen. Ja, ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, nicht mehr ganz so viel Strafe zahlen zu müssen. Weil mein Minus von 35.000 Euro muss ich auch erstmal rausholen. Und das heißt, ab sofort, jede rote Ampel ist meine. Obwohl das eigentlich unter Freiheitsberaubung fällt, aber egal. Ja, wer das Video sehen will von der Ukraine, der kann auf TruckTV Doku gucken. Sie sind aufgestiegen. Ich bin jetzt Neuling, Level 12. So. Ah, bevor ich wieder entgegengesetzt der Fahrbahn fahre. Bremsen! Sie werden müde. Oh ja, ich merke schon. Ich kann schon gar nicht mehr. Ah, mit dem Mauslenken ist auch nicht so schön. Ja, wie gesagt, ich brauche noch hier einen Spender für ein Lenkrad. Also, ihr könnt mir gerne einen schenken. Ich habe jetzt so viel Kohle für die Ukraine ausgegeben, dass ich mir erstmal kein Lenkrad kaufen kann. So. Komm, fahrt doch da vorne. Das wird doch eh gleich grün. Ja, so macht das Spiel aber keinen Spaß, wenn ich hier warten muss. Hier sieht ja keiner hier, ne? Siehst du? Sieht doch jemand. So, wieder rein. Jetzt mach nicht wieder einen Unfall draus. Och Mensch. Ja, da kann ich nichts für. So, zieh durch. Lass den blöden Franzosen oder was das ist da liegen. Nee, aber Ukraine, so ein korruptes Land, das sage ich euch. Ich habe jetzt gar keine Fragen ausgedruckt. Scheiße, habe ich vergessen. Beim nächsten Mal. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das eben unten rein. Und ich versuche das zu beantworten. Natürlich ist das jetzt mit... Oh, guck, 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 guck. Alter, ist das ja... Das ist ja wie...
wie eine Nutte auf Crack. Das ist gar nicht so leicht mit so einem Lenkrad, also mit so einem Maus als Lenkradersatz. Aber es geht viel, viel schneller. Das Lenken jedenfalls. So, ich brauche noch dringend Parkplatz. Ich wäre nämlich müde. Sagt mir das Teil hier. Kann man sich denn jetzt kratzen? Ah, ich muss mich mal kratzen. Und ich habe Borsch gegessen. Habt ihr mal Borsch oder wie das heißt gegessen? Ich dachte erst lecker Suppe. Und dann ziehe ich meinen Löffel hoch. Alter, da war Pansen drinne. Die haben mich wohl mit Krümel verwechselt, mit meinem Hund. Ich kann doch kein Pansen essen. Naja. Ich hatte dann auf einmal keinen Hunger mehr. Schlagartig. Und noch besser waren ja mein Hotel. Ich musste insgesamt dreimal im Hotel pennen. Und wieso bin ich eigentlich müde? Ich habe doch an der Werkstatt gestanden. Ich musste dreimal im Hotel pennen. Das erste Mal hatte ich ja die Single Suite. Dann hatte ich die das Doppel-Apartment. Und zum Schluss hatte ich die, wie nennt sich das? Die Präsidenten-Suite. Da war dann auch das Klopapier und Seife mit drin. Und die, sehr interessant fand ich, die saugen das nicht aus. Die haben so einen kleinen kurzen Besen, womit die da rumkaspern. Hammer. Also ich bin auf jeden Fall beeindruckt über die Armut von dem Land. Mir tun die Leute da leid. Die armen Kinder vor allen Dingen, denen wir nicht den Hilfstransport genehmigen oder erlauben konnten. Genehmigen, sagt man das so? Ich bin auch noch ein bisschen müde. Ja, das wird ja gleich der nächste Kracher. Wenn ich hier mein Video hochlade, dann dauert das wieder 5 Stunden. Habt ihr auch so scheiß Internet? Ich habe ja VDSL. Hier piept er schon wieder. Ich habe ja VDSL, aber das 500 MB ist und Video groß und wenn ich das hochlade, das dauert 4, 5, 6 Stunden. Oh, war ich das? Ja, hier ist ja kein Parkplatz. Wo soll ich denn hier parken? Vor allem oben. Oh, warte. Ah, ich kann ja jetzt gar nicht mehr. Eieieiei. Ui. Das ist ja hier. Scheiße ist das. Ich stelle wieder um. Ich muss irgendwie umstellen. Das ist nicht so meins. So. Was ist das denn? Gameplay. Gameplay. Tastenbelegung. Maus. Wie stellt man das denn nochmal um? Scheiße. Wie stellt man das? Könnt ihr mir in den Kommentar schreiben, wie man das umstellt und ich fahre erstmal weiter. Beim nächsten Mal habe ich das dann halt wieder mit Tastatur. Weil ich kann ja gar nicht mal im Fahrerhaus rumgucken. Ne? Das ist ja schwanzig, ist das. So. Ich bin eingeschlafen, Sekundenschlaf. Jetzt bin ich wieder wach. Wie ist das eigentlich, wenn man genug Sekunden zusammen hat und das jetzt wieder eine Stunde ist? Oh, seht ihr das? Das ist voll die Eierei, ist das. Ah, Zahlstelle. Zahlstelle. Ist das hier ein Parkplatz? Also normalerweise, wenn ich da irgendwo in Frankreich bin, kann ich da parken. Aber bei dem Spiel muss man wahrscheinlich bei so einem Bett stehen, ne? Ja, nun fahr doch an die Schranke ran. Bremsen. Eingabetaste. Und das Ding geht auf. So. Borsch. So, zieh rum. Und ich bin da ja Bus gefahren, ne? Ich habe ja einen ganzen Bus habe ich mir gemietet. Anstelle eines Taxis. Beim Bus mieten ist billiger als ein Taxi. Das war wohl so ein Linienbus. So ein Shuttlebus. Aber für 10 Grifner, ich glaube das war jetzt 1 Euro, habe ich da den ganzen Bus mieten können. Und der hat mich zum Hotel gebracht. Ich dachte erst, der will mich verarschen, ne? Sowas hast du noch nicht gesehen. Ja, ich höre ja schon auf. Ich fahre da vorne, ist 200
Meter ist mein Parkplatz und dann ist Schluss für heute. Dann ist Schluss für heute. So. Müssen wir noch tanken? Nee, Sprit haben wir noch drinne. Steht hier gar nichts von Schlafi, Schlafi machen? Hier ist gar keiner zu Hause. Da. Das sind also so dämliche Parkbuchten. So. Ich verabschiede mich für heute, hab keinen Bock mehr. Bis morgen, euer Paul von Truck TV hier auf dem Kanal von Henk Fotz auf YouTube und Internet und blablabla.